Mit dir haben wir gesprochen, mit dir haben wir gesprochen. Mit dir hier und mit dir hier. Ja, dann gerade keine Ahnung. Eine neue Lieferung ist eingetroffen. Wie gesagt, hätte schwören können, es wären 5. 1, 2, 3. Hier ist keiner. Nö, sind nur 4. Okay. Gut, dann geht es jetzt erstmal wieder zum Bazar von Empyria. Dort will ich mir mal in erster Linie die Zauber loswerden. Und mal gucken, ob ich eine Zone der Heilung auf Stufe 13 hier finde. Mana kosten 50. Na komm, die nehmen wir mal mit auf. So. Aber ja, eine Zone der Heilung Stufe 13 wäre nicht schlecht zu haben. Ist die Frage, kriege ich hier eine oder... Was ist so das höchste? 15, 16. Mal gucken. Erstmal, du bist mit Elementar. Also verkaufen wir unsere Elementarzauber dich. Und ja, ich könnte sie an jeden Pleb verkaufen, ich weiß. Aber ich mache das einfach der Ordnung halber. Du verkaufst nichts Besonderes. So, du verkaufst Heilzauber, aber nichts, was wir brauchen. Aber wir können dir unsere Heilzauber verkaufen. Warum auch immer wir jetzt auf Seite 15 sind. Und der kann alles weg. Wir kriegen... Achso, weil wir hier auf Seite 15 sind. Oh, du bist auch elementar. Die haben wir ja leider schon verkauft. Dir haben wir den Priester bereits auch abgekauft. So, du bist mental. So, und du bist Todesmagie. Gucken wir mal bei den anderen Händlern noch schnell, ob wir da irgendwas Gescheites finden. Hey, warum bin ich schon wieder auf Seite 15? Ja, das Herz können wir verkaufen. So.
Du hast Todesmagie, das brauchen wir nicht. Du hast Metallmagie, brauchen wir auch nicht. So, das heißt, auf der Seite sind wir fertig. Todesmagie. Ah, Heilmagie, aber so wie es aussieht, keine Zone der Heilung. Ich glaube, die Zone der Heilung haben wir dem verkauft. Ja, Mörser. Es gab ja aber auf jeden Fall noch einen Händler mit Ruhen. Ja, Bingo. Hier hätten wir eine bessere Schützin, aber soweit ich weiß, kriegen wir eine in den Uhrwerkskrypten. Okay. Und du hast bist ein Waffenhändler, ja. Naja, ich kann die Mentalistin mal austauschen. Eine Weile. Ihr kann ich gar nichts geben. Ne? Gut. Das heißt, jetzt können wir eigentlich in die Uhrwerkskrypten gehen. Also in die Innenstadt von Kartei zurück. Warum werden mir die Büffel angezeigt? Das finde ich jetzt sehr interessant, dass mir die Büffel angezeigt werden. So. Die Rune kann ich da bei der nächsten Gelegenheit verkaufen. Und ja. Dich kann ich erstmal durch Ankta ersetzen und danach, wenn ich Ankta rausgerückt habe, dich reinpacken. Gut, nächstes Level up geht hier rein. Also ein Punkt hier, vier Punkte hier, damit ich meinen letzten Punkt in Weißmagie packen kann. Das machen wir dann auch dann gleich, sobald wir das gesteigert haben. Und ja, beim nächsten Level ab hier Punkte rein. Ja. Hat die Orodes noch was Neues zu sagen? Sturmboot. Nein. Hier hat sie uns nichts Neues zu sagen. Ich weiß, ich habe irgendwo Dialog von ihr weggeklickt. Ich weiß es aber gerade nicht mehr, wo es war. Dann ab in die Uhrwerkshallen. Und gleich wieder in Xalabas Hände, oder? Nein, noch nicht. So, Questlog wurde aktualisiert. Durch die Uhrwerkshallen. In die Wachfeste. Auf dem Weg in die Wachfeste müsst ihr die Uhrwerkshallen. Ich sag über Uhrwerkshallen. Uhrwerkhallen durchqueren. Eine verlassene Festung der Zabiden. Eines alten Zaubererorts.
Öffnet das Eingangstor. Der Eingang in die Uhrwerkhallen ist durch ein Tor gesichert. Es kann geöffnet werden, wenn man die Zeiger am Menhir hier in die richtige Position bringt. Findest du das Portal in die Wachfeste und verlasst damit die Uhrwerkhallen. Ihr müsst das Portal finden, das von den Uhrwerkhallen in die Wachfeste führt. Reist dann dadurch weiter. Und hallo, Uru. Uru! Im Geiste, ja, aber nicht in Fleisch und Blut. Was ihr seht, ist nur eine Erscheinung. Ich sende euch meinen Geist, um mein Wissen mit euch zu teilen. Diese alten Kammern sind voller tödlicher Fallen. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ihr dürft nicht versagen, Sturmbote. Haben wir dich vor. Was erwartet mich hier? Die Uhrwerkhallen sind eine alte Festung der Zerbiten, die diese vor vielen Jahrhunderten mit tödlichen Fallen gegen den Verräter Hokan geschützt haben. Hokan erschlug ihren Anführer Angtar auf dem Schlachtfeld und ließ die übrigen Zerbiten in ihren gesicherten Festungen grausam verhungern. Ihre Geister sind immer noch hier. Und auch die Fallen, mit denen sie die Schätze ihres Wissens geschützt haben. Denn Hokan hat nie gewagt, diese Orte zu betreten. Für jede Falle gibt es einen Weg, wie sie überwunden werden kann. Aber bedenkt, dass hier euer Verstand gefragt ist. Die Zerbiten waren sehr erfinderisch im Ersinnen tödlicher Rätsel. Wie kann ich das Tor öffnen? Seht ihr den großen Stein nahe dem Tor? Ihr müsst die Zeiger dort in die richtige Stellung bringen. Sagt mir, wie ich sie einstellen soll. Der erste Zeiger muss nach unten ausgerichtet werden. Der zweite Zeiger muss nach rechts ausgerichtet werden. Der dritte Zeiger muss nach rechts ausgerichtet werden. Der vierte Zeiger muss nach rechts ausgerichtet werden. Okay, also einmal unten und dann dreimal rechts. Okay. Ja, die Minen hier sind vier drehbare Zeiger gebracht. Den ersten Zeiger drehen. Wohin soll der erste Zeiger ausgerichtet werden? Nach unten. Ja, der erste Zeiger ist jetzt nach unten ausgerichtet. Den zweiten Zeiger drehen. Wohin soll der zweite Zeiger? Nach rechts. Ja, der zweite Zeiger ist nach rechts ausgerichtet. Den dritten Zeiger drehen. Wohin soll er ausgerichtet werden? Auch nach rechts. Der dritte Zeiger ist jetzt nach rechts ausgerichtet. Den vierten Zeiger drehen. Ja, und der soll auch nach rechts ausgerichtet. Der vierte Zeiger ist jetzt nach rechts ausgerichtet. So, die Zeiger nicht weiter manipulieren. Beenden. Gut. Die Uhr verlässt uns schon wieder. So. Die Uhrwerkhallen. Der Runenkrieger wird versuchen, sie zu durchqueren. Wir werden ihn aufhalten. Und wir müssen das Zepter der Winde finden. Ohne es können wir nicht mehr zu unserem Volk zurückkehren. Also weiter hinein. Aber seid vorsichtig. Die Zerbiten haben hier überall Fallen angebracht. Warte! Dieses Licht, das bedeutet Gefahr. Eine Falle! Das Licht ruft Skelette herbei. Vielleicht können diese Hebel die Falle ausschalten.